Schönen Glück, Robert. Hallo, guten Tag. Darf ich mich an Hans Maulwurf reden? Ja, einen Moment bitte. Danke. Hallo, Maulwurf. Hallo, guten Tag, Herr Maulwurf. Ich rufe Sie von Geneva Capital Gruppe an. Mein Name ist Katrin Weiß, Herr Maulwurf. Ja. Wir haben Sie heute registriert. Sie haben sich dafür registriert, am Finanzmarkt mit Bitcoins zu handeln. Ist das korrekt, Herr Maulwurf? Ja, kann ich mich dran erinnern, ja. Oh, das freut mich sehr zu hören, ja. Ich habe gesehen, dass Sie hier mit meinen Kollegen gesprochen haben, Herr Maulwurf. Ich rufe Sie von der Sicherheitsabteilung. Ja. Ja? So, Herr Maulwurf, was Sie jetzt machen werden, weil Sie zeigen Interesse hier am Finanzmarkt mit uns zu arbeiten, ja? Ja. Ist das korrekt? Was? Und Sie wollen zusätzliches Geld machen, ja? Das ist schwer, Sie zu verstehen. Das ist so laut bei Ihnen. Es ist so laut. Ich bin sicher, Sie verstehen mich, wenn Sie mir antworten. Ja? Ja, aber die schreien da ja rum da hinten. Ja, natürlich. Wir haben hier Kollegen. Wir sind nicht allein zu Hause. Ja, haben Sie da okay, einen Boxclub oder was ist das bei Ihnen? Nein. Herr Maulwurf, meine Frage war, Sie haben sich hier registriert, um Geld zu verdienen, oder? Ja, natürlich. Mhm, okay. So, Herr Maulwurf, lassen Sie mich bitte wissen, wie können wir damit anfangen? Wir arbeiten hier, um erstmal das Konto für Sie zu aktivieren, um einzurichten. Ja. Ja? Arbeiten wir mit der Visa und Mastercard-Unternehmen. Welche von den beiden Karten verwenden Sie? Also ich habe meine American Express habe ich und ich habe eine Prepaid-Kreditkarte. Gut, okay. Was für Prepaid-Kreditkarte ist das? Eine Visa oder Master? Das ist eine Mastercard, eine goldene Master. Im Gold-Design. Von 4D Marketing. Von dem VPay, oder? Nee, 4D Marketing. Das ist also aus Bosnien eine Firma. Mhm. Und haben Sie Geld auf diese Prepaid-Karte? Oder ja. Die ist leer? Nee, die habe ich gewonnen. Da sind 7500 Euro drauf. Wow, Sie haben so viel Geld gewonnen. Okay, gut. Ja, Herr Maulwurf, dann das war total toll. Nehmen Sie bitte diese Karte jetzt. Ha, wie bitte? Nehmen Sie die Karte zur Hand. Ja, die ist in meinem Tresor. Mhm, bin ich sicher. Okay, nehmen Sie die Karte zur Hand. Ja, das wird aber einen Moment dauern. Der Tresor hat einen Zeitschloss. Gar kein Problem. Ich habe einen Moment für Sie. Ja, ich werde abwarten. Ja, ich muss da erst hinlaufen. Okay, machen Sie es dann. Ja, von wo rufen Sie denn an? Ich höre, dass Sie die Lust haben, mit uns zusammen Geld zu verdienen, ja? Das was bitte? Dass Sie Lust haben, mit uns Geld zu verdienen. Ich höre, dass Sie so aufgeregt sind, ja? Ja, hat da jemand und Geburtstag bei Ihnen? Ja. Ja, haben wir ein Geburtstagskind. Ja, kann ich den mal sprechen? Nein, Sie können nur mit mir im Moment sprechen, Herr Maulwurf. Ja, ich wollte ihm gerne alles Gute wünschen, wenn da schon so eine Party ist. Sie können das machen, wenn Sie Ihr Konto aktivieren, Herr Maulwurf, und ich werde Sie gerne zu dem Geburtstagskind verbinden, ja? Das ist ja schon fast Nötigung, aber gut. Mhm, das ist die Prozedur bei uns, Herr Maulwurf. Ach so, das gehört bei Ihnen quasi zum Geschäftsprozess. Genau. Ach so. Okay, da haben Sie schon die Mastercard dabei? Da haben Sie mit der Firma 4D Marketing ja einiges gemeinsam. Kennen Sie zufällig den Edin Torzinovic? Nein, solche Personen kenne ich nicht, Herr Maulwurf. Ja, nehmen ja Sie bitte können. Die Karte zur Hand. Haben Sie es dabei schon? Ja, der Tresor hat einen Zeitschloss, das habe ich doch gerade gesagt. Ich muss das gleich nochmal bestätigen. Sie haben gesagt, Sie brauchen einen Moment, da zu laufen, zu dem... Ja, ja, und dann muss ich... Ja, genau, ich habe meine Kreditkarte im Kühlschrank, natürlich. Sehr, sehr sicheren Platz haben Sie gefunden, Herr Maulwurf. Ja, und meine Wäsche lagere ich immer im Geschirrspüler und die Töpfe kommen in die Waschmaschine. Mhm, nutzen Sie es nicht? Nein, natürlich nicht. Und ich habe ja im Prinzip auch, weil das von der Kastenform so gut passt, sag ich mal, die DVD-Filme in die Mikrowelle getan. Mhm, okay. Und die Wurstscheiben, die lagere ich im CD-Laufwerk. Das habe ich früher aus einer Werbung genommen. Das haben Sie sehr gut ausgedacht, Herr Maulwurf. Ja. Okay, haben Sie schon die Kreditkarte? Nein, ich habe gesagt, die hat ein Zeitschloss, der Tresor.
Haben Sie mir nicht zugehört, junge Frau? Haben Sie es eilig? Nein, ich habe Sie leider nicht gehört. Haben Sie es eilig? Das habe ich nicht gehört. Ja. Ich meine, wir können doch jetzt sowieso überall Ausgangssperre. Wir können doch eh nirgends hin. Da können wir doch jetzt eine Frage, eine Frage habe ich für Sie. Warum lügen Sie mich an und warum spielen Sie irgendwelche Rollen? Warum betrügen Sie Leute am Telefon? Ich betrüge Sie? Natürlich. Was bedeutet das? Wofür? Ja, um 1000 Euro. Was meinen Sie, Herr Maldorf? Was für ein Betrug? Wir sind ja auf dem Finanzmarkt. Wenn Sie sagen, den ganzen Finanzmarkt ein Betrug ist, dann... Naja, wow. Ihre Firma, sag mal, die russische Mafia ist ja auch am Finanzmarkt. Okay. Na, Sie müssen ja mal gucken. Was hat das mit unserer Firma zu tun? Naja, die gleichen Praktiken. Wenn Sie mal gucken, Sie schicken eine E-Mail ohne Impressum. Ihre Telefonnummer ist falsch, da kann man nicht zurückrufen. Ihre Internetseite hat auch kein Impressum. Und die Leute, wenn die Sie da arbeiten haben... Haben Sie nicht probiert? Ha, was bitte? Haben Sie probiert, unsere Kundennummer anzurufen? Ja, natürlich. In der ersten Aufnahme kann man das gut hören. Da steht, die Nummer ist nicht erreichbar. Das kann nicht sein. Natürlich. Ich habe vor 30 Minuten habe ich einen Kundenanruf erhalten. Ja, wie ist das für Sie nicht möglich? Ja, vielleicht Ihre Handynummer ist nicht in Ordnung. Weiß ich auch nicht, was bei Ihnen nicht in Ordnung ist. Es scheint ja ein bisschen mehr zu sein. Wie viele Leute verarschen Sie denn so am Tag? Schauen Sie mal, Herr Maldorf. Entweder machen wir schon weiter. Maulwurf. Nichts Maldorf. Es tut mir leid, ich habe mich verwählt. Solche Maulwurf, haben Sie Interesse, mit uns zu arbeiten oder wir beenden dieses Gespräch, weil ich will meine Zeit nicht verlieren mit Ihnen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Der Kollege vorhin, der wollte mir nicht sagen, ob ich mein Guthaben denn auch in Dollar umrechnen kann. Geht das denn? Was soll ich gehen? Naja, wenn ich jetzt 1000 Euro da auf mein Konto einbezahle, kann ich das auch in Dollar umrechnen lassen? Weil der Dollar ist ja im Prinzip weniger wert momentan. Da kann man da ja viel mehr mitmachen. Wenn Sie wollen, dann rechnen Sie es um. Nee, nicht ich. Ihre Firma bei meinem Guthaben. Also Sie entscheiden, mit welchem Betrag werden Sie handeln, was für Währung werden Sie nutzen und so weiter. Sie haben verschiedene Positionen. Ja, und Sie sind von der Sicherheitsabteilung, ja? Ja, genau. Wo befinden Sie sich, Herr Maldorf? Sind Sie in Deutschland, oder? Ja, ja. Ich bin in Berlin. Und warum wollen Sie mit US-Dollar handeln? Naja, weil der Euro ja nichts mehr wert ist. Das ist ja schrottreif. Nichts mehr wert? Nee, ja, aber der Euro ist... Der Dollar ist ja stärker. Denken Sie so? Also den Dollar ändert seinen Preis jeden Tag. Aber ja, doch, den Euro ist... stabil, ja. Also es ändert sich nicht. Ich hab immer besser, wenn Sie etwas erhalten wollen, dann in Euro zu haben. Oder in Gold, nicht wahr? Im Gold auch. Im Gold ist auch gut. Also ich habe jetzt heute ja auch gehört, dass der israelische Schekel sehr, sehr gute Anlagemöglichkeit sein soll. Also Sie sind mehr interessiert an dem Währungssparen zu handeln, nicht mit Bitcoins. Naja, das ist ja auch eine Währung geworden, nicht wahr? Ja, ja, aber Kryptowährung ist anderes. Das normale ist Währung? Was genau. Wie viel kostet denn ein Bitcoin heute? Gegen 5000 Euro. Einen Moment, ich schau mal nach. Was ist denn Kost im Moment? Ja. Ein Moment. Warum singen die da im Hintergrund? Warum singen die Leute da? 6160. 6160. Das ist gut. Warum singen die Leute da im Hintergrund, dass man sich ausziehen soll? Das ist schon ganz schön vulgär bei Ihnen. Das ist ein Lied. Ja, aber das muss doch nicht sein, dass man die Kunden damit belästigt, oder was? Sie sind der einzige Kunde, der sagt mir, es ist Belästigung. Ja, was ist das denn für eine Arbeitsweise? Also so wie Sie arbeiten, würde ich gern mal Urlaub machen. Okay, aber man darf ja im Moment keinen Urlaub machen, ne? Deswegen arbeiten Sie nicht bei uns hier, Weindorf. Ha, was? Okay. Weindorf? Sie können immer noch nicht mal meinen Namen richtig aussprechen. Ja, ich werde versuchen, nächsten Mal. Maulwurf. Okay. Können Sie mal so Maulwurf wie das Tier im Garten?
Ja, genau. Ich kenne das. Ist das etwas, gibt es eine Beziehung damit? Ja, das ist mein Name. Ja, ja, aber ist es mit diesen Tieren verbunden, oder? Ja, ich wovon, bin... Wovon kommt Ihr Name? Nee, ich bin blind wie ein Maulwurf. Okay. Können Sie jemanden für mich grüßen? Nein. Können Sie mal... Das kann ich nicht mal. Ja, da können Sie mal sagen... Nein. Können Sie mal sagen, ich grüße Propaganda-Panda. Herr Maulwurf, erstmal... Ich bin nicht Ihre Sekretärin, ich arbeite nicht für Sie und so weiter. Natürlich, wenn ich Ihr Kunde bin, dann arbeiten Sie für mich. Nein, eigentlich. Ich arbeite mit Ihnen, aber nicht für Sie. Na doch, wenn Sie mit meinem Geld arbeiten, dann bin ich der Kunde und der Kunde hat immer recht. Okay, wo ist Ihr Geld dann? Nicht noch ist das bei mir, weil Sie ziemlich schlechten Eindruck auf mich machen. Ein Eindruck, okay. Sie auch, ja, mein Wurf. Na, das sehen die anderen Leute aber nicht so. Okay, und wie können wir einen Weg finden, zusammenzuarbeiten? Das ist eine gute Frage. Also wenn Sie jetzt Propaganda-Panda grüßen, dann kann ich mir das nochmal überlegen. Bestimmt nicht. Warum nicht? Der hat Ihnen doch nichts getan. Der sitzt nur da und futtert seinen Bambus. Ja, mal, Wurf. Ja. Sie wollen nur Spaß machen, oder was? Nee, nee, das ist knallernste Angelegenheit. Wir bewegen uns ja da schon im Rahmen von so 20, 30 Jahren Gefängnis bei Ihnen. Was ist das denn für schreckliche Musik, hören Sie mal. Da kriegt man ja keinen Lohn bei Ihnen, sondern Schmerzensgeld, dass man sich das anhört. Okay, Herr Malmwurf, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich finde keinen Sinn, mit Ihnen mehr zu reden. Wollen Sie schönen Tag noch, genießen Sie das Leben. Tschüssi. Wollen Sie jemanden grüßen? Scheinbar nicht.